Liebe Eltern, meine Damen und Herren, die Geburt eines Kindes ist immer wieder ein Wunder. Doch was in den Wochen und Monaten vor und nach der Geburt geschieht, ebenfalls. Erste Laute, erste Schritte, erste Worte. In diesem Video bietet Peter Köster Einblicke in die Welt des Lernens von Kleinkindern und stellt an etlichen Beispielen faszinierende Aspekte der Hirnforschung in den Vordergrund. Und unser Gast heute ist abermals Peter Köster, der Studiendirektor, der Fach- und Kernseminarleiter am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Köln. Und der kommt aus Rötchen in der Eifel. Herr Köster, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Rötchen in der Eifel hat, oder das Gebiet drumherum, hat im letzten Herbst traurige Berühmtheit erlangt. Wie lässt es sich mittlerweile im heimatlichen Gefilde leben? Nach wie vor gut und in der Tat hat das Hochwasser uns auch nicht verschont, also uns persönlich schon, aber den Nachbarort hat es ziemlich schwer erwischt und es haben aber alle gut zusammengehalten und von daher sind wir, glaube ich, alle mit einem blauen Auge davon gekommen. Sehr schön, freut mich sehr. Herr Köster, heute sind Sie bei uns das dritte Mal und Sie halten gleich einen Vortrag, die ersten 1000 Tage im Leben eines Kindes. Vor 2 Jahren waren Sie bei uns mit Achtung Pubertät, im letzten Jahr mit immer up to date, Medienkonsum und jugendliche Faszination Bildschirm. Sie haben ja eine unglaubliche thematische Bandbreite und überall in der Beschreibung Ihrer Vorträge taucht auch irgendwo die Hirnforschung auf. Ist das das Verbindende? Das ist die Schnittmenge, genau. Okay. Das wird auch heute wieder so sein. Es gibt ja viele Vorträge zur kindlichen und frühkindlichen Entwicklung, aber das Spannende bei diesem Vortrag ist, dass wir uns im Grunde die Entwicklung angucken, bevor das Kind überhaupt auf der Welt ist. Also nicht nur, aber auch diese Zeit. Spannend. Meine Damen und Herren, liebe Eltern, Ihnen einen interessanten Vortrag und Ihnen, lieber Herr Köster, gutes Gelingen. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich. Aller guten Dinge sind ja bekanntlich 3. Das ist mein 3. Vortrag in diesem Rahmen. Und heute geht es um ein spannendes Thema, nämlich um die ersten 1000 Tage im Leben eines Kindes. Und es gibt ja viele Vorträge, die sich so mit kindlicher und auch frühkindlicher Entwicklung beschäftigen. Und ich hoffe, das Spannende für Sie wird sein, dass wir uns auch mit der Zeit vor der Geburt auseinandersetzen und uns auch hier anschauen, welche Einflüsse haben sozusagen die Lebensumstände der Mutter bereits auf das ungeborene Kind. Und das gucken wir uns an. 1000 Tage werden also gezählt ab dem Zeitpunkt der Befruchtung und nicht etwa ab dem Zeitpunkt der Geburt. Und das ist sozusagen das, worum es heute geht. Ich stelle mich noch mal ganz kurz vor, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Peter Köster ist mein Name. Ich bin eigentlich von Hause aus Lehrer, bin Fachleiter und Kernseminarleiter in Köln am Studienseminar. Bin verheiratet, habe 3 Kinder und habe also 3-mal dieses Wunder der Geburt miterleben dürfen. Wenngleich, wie man das als Papa so macht, natürlich nur an der Seite der Mama. Und man glaubt immer, dass man sehr unterstützend ist, aber letztendlich steht man doch mehr oder weniger unbeteiligt daneben und schüttelt immer den Kopf darüber, wenn man sieht, was das für ein Wunder ist, wenn so ein Baby auf die Welt kommt. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, bringt es ehrlich gesagt auf der einen Seite schon relativ viel mit. Es bringt ein mehr oder weniger ausgestattetes Gehirn mit, aber gleichzeitig bringt es, sagen wir mal, noch relativ wenig an Fertigkeiten mit. Die müssen sozusagen erst erworben werden. Und das gucken wir uns heute auch an. Also wir gucken uns diese 3 Zustände an. Was passiert im Fötus, im Embryo? Was passiert sozusagen im Bauch der Mama und auch in den ersten ca. 2 Lebensjahren danach. Es geht los sozusagen mit der Stunde 0 oder mit der ersten Sekunde. Und diese erste Sekunde ist hochspannend, denn Sie müssen sich vorstellen, dass bis zum Zeitpunkt der Befruchtung, also bis zu dem Zeitpunkt, wo sozusagen das Spermium auf die Eizelle trifft, die Eizelle für die Frau etwas ist, was eigentlich abgestoßen werden soll. Es findet also eigentlich ein Abstoßungsprozess statt. Und in dem
In der allerersten Millisekunde nach der Befruchtung passiert im Körper der Frau etwas ganz Wunderbares. Es wird umgeschaltet von Abstoßen auf Schutz, auf Bewahren. Das geht innerhalb von Sekunden. Das Hormonsystem stellt sich sofort um. Es ist also ein unglaublich spannender Moment, der ja auch mit sehr viel Glücksgefühlen verbunden ist. Das ist ja auch schön so. Aber für das werdende Leben ist das sozusagen ein ganz zentraler erster Augenblick, wenn es um das Leben geht. Das Ganze sieht so aus, dass wenn die Informationen sozusagen von Vater und Mutter zusammentreffen, also im Zeitpunkt der Befruchtung, informiert dieser Keimling, wie gesagt, die Mutter sofort und jetzt wird auf Schwangerschaft geschaltet. Das geht wirklich wie mit einem Schalter, der umgelegt wird. Es beginnt sofort eine andere hormonelle Kaskade in Gang zu laufen. Es verändert sich das Immunsystem der Mutter, denn es wird jetzt sozusagen direkt auf Schutzfunktion umgestellt. Das Ziel dieser Befruchtung, das ist ja allen aus dem Biologieunterricht auch noch klar, es kommt jetzt im Grunde zu einer Kopplung von mütterlichen und väterlichen Genen, also von mütterlichen und väterlichen Erbgut. Und diesen Genen, ich habe das Wort gerade schon erwähnt, denen wird ja wahnsinnig viel Bedeutung beigemessen. Das Ganze gucken wir uns mal an. Ich lade Sie direkt also ein zu einem kleinen Quiz. Und in diesem Quiz soll es darum gehen, dass wir uns mit diesen Genen mal ganz kurz auseinandersetzen. Sie sehen hier, das kennen Sie auch noch, so ein Chromosom und das ist dann aufspiralisiert letztendlich ja nur. Wenn man das mal entwindet, dann hat man irgendwo diese DNA, unsere sozusagen, unser genetischer Code ist da drin verankert. Und dieser DNA werden ja immer Wunderdinge zugesprochen. Und ich lade Sie mal ein, mal zu gucken, wie sieht das eigentlich aus mit unserer DNA, mit unseren Genen? Also schätzen Sie doch mal, wie viele Gene haben Sie eigentlich in jeder Zelle? Sind es 300.000, sind es 100.000, sind es 50 oder vielleicht sogar nur 20.000? Und die zweite Frage, was glauben Sie eigentlich, wie hoch ist die genetische Verwandtschaft zwischen Ihnen und einem Schimpansen? Sind das mehr als 98% genetische Identität, 85 oder 75? Und jetzt noch eine dritte Frage und danach löse ich es auch auf. Was glauben Sie eigentlich, wer hat mehr Gene, ein Wasserfloh oder Sie als Mensch? Wenn Sie bei der ersten Frage auf D getippt haben, dann ist das richtig. Wir haben erschreckend wenig Gene. Wenn Sie bei der zweiten Frage auf A getippt haben, dann ist das auch richtig. Und wenn Sie bei der dritten Frage auf den Menschen getippt haben, dann ist das falsch. Denn der Wasserfloh hat mehr als 30.000 Gene und ist uns damit sozusagen genetisch haushoch überlegen. Und das soll eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass wir als Menschen immer so das Gefühl haben, dass wir ja genetisch unglaublich gut determiniert sind, weil wir ja alles Mögliche schaffen können. Aber letztendlich haben wir, wenn man es mal ehrlich nimmt, erbärmlich wenig Gene. Und das ist auch der Grund, warum wir den Genen grundsätzlich gar nicht so sehr viel zuschreiben können. Aber, und das ist das Entscheidende, und darum soll es auch heute gehen in der Entwicklung, es gibt Schalter. Und diese Schalter können Gene an- und ausschalten. Und diese Schalter sind viel interessanter als die Gene selbst. Und darüber möchte ich heute mit Ihnen sozusagen auch noch ins Gespräch kommen. Gucken wir mal weiter. Wenn wir uns sozusagen mit dem Akt der Befruchtung auseinandergesetzt haben, dann fängt relativ schnell eine Differenzierung an. Also bereits in den ersten Stunden und Tagen findet jetzt eine Differenzierung statt und es bilden sich ungefähr 200 verschiedene Zelltypen aus dieser ersten Keimzelle. Und das ist auch noch genetisch vorgegeben. Also da läuft wirklich noch ein genetisches Programm ab. Und je komplexer Zellen sind und je spezialisierter Zellen sind, und das sind sie ja bei uns, desto komplexer wird auch diese Regulation der Gene. Ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber das ist ein sehr komplexes Regulationsverfahren und das ist sozusagen ein Steuerungsverfahren. Und Sie sehen, wenn Sie sich das anschauen, hier wird auch über so eine sogenannte Methylierung gesprochen. Das ist ein schwieriges Wort und das schreckt dann auch immer gleich ab, weil das ja so chemisch klingt. Ich werde das nachher nochmal an ganz einfachen Beispielen erklären, weil diese Methylierung, diese Genregulation, um die es geht, also um das Ab- und Anschalten von Genen, das ist mitentscheidend für die frühkindliche Entwicklung. Und auch damit entscheidend, in welchen Lebensumständen sich eigentlich die schwangere Frau befindet. Und das
Früher hat man immer gesagt, naja, eine schwangere Frau soll nicht rauchen und auch nicht Alkohol trinken nach Möglichkeit. Das sagt man heute auch noch. Das ist auch richtig und wichtig. Aber mittlerweile weiß man, dass viele andere Aspekte, Ernährung, Sport, Stress und so weiter, auch Auswirkungen haben auf das noch Ungeborene und sozusagen Schalter in den Gehirnen von kleinen Babys, die noch gar nicht auf der Welt sind, an- und ausschalten können, zum Teil sogar lebenslang. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Zeit danach. Und das finde ich persönlich hochspannend. Und auf diese Reise möchte ich Sie jetzt in der nächsten guten Stunde mitnehmen. Gucken wir uns mal an, wenn wir uns also die ersten Wochen dieser embryonalen Entwicklung anschauen, dann möchte ich das mal auf drei verschiedene Bereiche begrenzen. Und zwar auf den Aspekt des Fühlens, auf den Aspekt des Schmeckens und auf den Aspekt des Hörens. Denn all diese drei Aspekte haben etwas mit Bindung zu tun. Es geht ganz stark erstmal um Bindung. Und deswegen möchte ich diese drei Aspekte sozusagen stellvertretend für vieles andere, was noch im Mutterleib passiert, einfach mal herausstellen, weil sie so besonders sind und weil sie so wichtig sind. Ganz wichtig für die Verbindung zwischen der Mutter und dem, ich sage jetzt einfach immer Baby, damit man es nicht differenzieren muss zwischen Embryo und Fötus, also mit dem Baby sozusagen, das ist die Nabelschnur. Und diese Nabelschnur stellt die Verbindung dar. Und wichtig zu wissen ist, es sind zwei verschiedene Kreisläufe. Es gibt einen mütterlichen Blutkreislauf und es gibt einen fetalen Blutkreislauf oder embryonalen Blutkreislauf. Das heißt, die sind getrennt voneinander und die sind verbunden dann über die Nabelschnur und letztendlich auch über die Plazenta. Und das ist etwas ganz Wichtiges, weil man sich klar machen muss, dass hier zwischen dem mütterlichen Blut und dem embryonalen Blut oder fetalen Blut müssen Stoffe ausgetauscht werden. Und das ist hochwichtig, damit sozusagen Leben überhaupt Bestand haben kann. Und dieser Austausch, der läuft halt eben über diese Plazenta. Ich bringe an späterer Stelle ein Bild, da geht es um einen Kaffeefilter. Ich habe hier so einen Kaffeefilter schon mal mitgebracht. Also stellen Sie sich diese Plazenta so ein bisschen vor wie so ein Kaffeefilter, den Sie jetzt in so eine Kaffeemaschine irgendwie reinlegen. Und da wird sozusagen, dann kommt dann Kaffeepulver oben rein in diesen Filter. Und unten haben Sie die Kanne. Nehmen wir mal an, die Kanne wäre jetzt das Baby. Und der Rest ist dann die Mama. Und dann haben Sie hier Kaffee drin. Und dann läuft sozusagen über den Filter Wasser durch dieses Kaffeepulver, nimmt Stoffe mit und diese Stoffe gelangen dann sozusagen in diese Kaffeekanne und so ähnlich können Sie sich das auch bei einer Plazenta vorstellen. Das ist so eine Art Filtersystem, über das Stoffaustausch passieren kann und dann, wenn Stoffe mit übergenommen werden können, zum Beispiel in den Embryo, dann redet man auch von plazentagängigen Stoffen oder auch von plazentanichtgängigen oder nicht plazentagängigen Stoffen. Man weiß mittlerweile, Alkohol und Hormone und so weiter, das sind plazentagängige Stoffe. Das heißt, die können durchdiffundieren, die gehen also sozusagen durch diesen Filter durch, wie auch Kaffeepartikel durch diesen Filter durchgehen, aber eben nicht das ganze Kaffeepulver. So, ich komme auf dieses Beispiel nochmal zurück, deswegen behalten Sie es mal im Hinterkopf. Also, es ist wichtig, diese Verbindung aufzubauen. Und diese Verbindung sorgt jetzt für den Stoffaustausch, der so entscheidend ist für die Entwicklung des Kindes. Wenn wir uns jetzt angucken, und das wurde ja auch schon gesagt, und ein Steckenpferd von mir ist ja nun auch mal die Gehirnentwicklung, die Hirnforschung, dann kann man sagen, dass bereits in den ersten Wochen sich ein Gehirn ausbildet, das heißt sozusagen erst die ersten Nervengewebe angelegt werden. Ab der 9. Embryonalwoche werden 100.000 Nervenzellen pro Minute angelegt. 100.000 pro Minute, das ist eine unglaublich hohe Schlagzahl. Und das führt dazu, dass sehr schnell im Grunde embryonales Nervengewebe entsteht und Hirnstrukturen sozusagen anatomisch angelegt werden. Also irgendwann erkennt man sozusagen auch schon das Gehirn. Und was hat das zur Folge? Natürlich, dass der Fötus lernen kann. Es findet wirklich Lernen statt im Mutterleib. Und ich habe hier so ein paar Sachen mal aufgeschrieben. Sie sehen hier, also das Atemzentrum des Gehirns wird sozusagen trainiert. Und jetzt fängt es an, das Fühlen, das habe ich ja auch vorhin als eins dieser drei Beispiele genommen, das Fühlen findet statt, dass die Fingerchen sozusagen über den Tastsinn die Bauchdecke, die Wand fühlen. Und jetzt passiert etwas Wunderbares. Durch dieses Fühlen
findet Abgrenzung statt. Das heißt, das ungeborene Baby entdeckt sozusagen diese Welt im Bauch der Mama und stellt fest, ach, das ist hier alles abgegrenzt, es ist sehr eng. Gleichzeitig wird werden über diese Erregungsmuster im Gehirn erste Kontakte aufgebaut, erste Verschaltung, erste Verdrahtung vorgenommen. Und das geht dann weiter, dass auch die ersten Geschmacksstoffe im Gehirn verarbeitet werden und dass sozusagen auch darüber eine Kopplung von Hirnstrukturen stattfindet. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Entscheidend, und das habe ich auch in meinem Pubertätsvortrag herausgestellt, ist ein bestimmter Lernprozess, der sozusagen im Bauch der Mama stattfindet. Dieser Lernprozess des Fötus ist das Lernen von maximaler Nähe und Geborgenheit. Bereits im Bauch der Mama haben wir alle gelernt, was es heißt, maximale Nähe und Geborgenheit zu spüren. Und dieses starke Bindungsgefühl lässt uns auch nicht mehr los. Wir können uns daran nicht erinnern, weil wir zu dieser Zeit eben noch ein nicht sprachliches Gedächtnis haben. Aber wir spüren es alle, und zwar dann, wenn wir ausgegrenzt werden, wenn wir isoliert werden, wenn wir nicht dazugehören. Immer dann spüren wir dieses starke Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit und Zugehörigkeit, weil es bereits im Bauch der Mama in uns angelegt wurde. Und das lässt uns nicht mehr los. Und das ist auch ein wichtiges Indiz dafür, dass wir halt hochgradig Beziehungswesen sind. Auch das Baby im Bauch geht Beziehung ein mit der Mama, und zwar am Anfang auch stark über das Gehör. Das denkt man erstmal immer gar nicht, weil man denkt, was hört das, vielleicht so ein Rauschen oder so. Man muss sich sozusagen die Gehörentwicklung, also nicht Gehirn, sondern Gehörentwicklung, in drei Schritten vorstellen. Im ersten Drittel der Schwangerschaft, da werden die Grundstrukturen, die anatomischen Grundstrukturen angelegt, und im zweiten Drittel wird dann sozusagen das Innenohr ausgebildet, das erwacht sozusagen schon zum Leben, diese Haarsinneszellen bilden sich und die ersten Impulse werden sozusagen darüber schon gesteuert. Und im letzten Drittel der Schwangerschaft, da funktioniert sozusagen das Gehör, ich habe hier mal geschrieben, ne, das Gehör, das geht online. Also es funktioniert und es wird sozusagen jetzt mit dem Gehirn gekoppelt. Und die Frage ist ja, was hört es denn? Also es hört natürlich eine ganze Menge. Es hört Umweltgeräusche, es hört den Herzschlag der Mutter. Es ist auch relativ laut im Bauch der Mama. Also es ist da jetzt nicht vollkommen leise, im Gegenteil. Aber durch diese Kopplung von Enge, räumlicher Enge, räumlicher Geborgenheit und den immer wieder gleichen Geräuschen, die auf das Baby einströmen, entsteht ein starkes Bindungsgefühl. Und dieses Bindungsgefühl wird durch etwas ganz Wunderbares verstärkt, nämlich durch die Sprache und die Stimme der Mutter. Denn das ist die einzige Stimme, die im Gehirn des kleinen Babys stereo abgespeichert wird. Wenn der Papa von außen auf den Bauch der Mama redet und will so mit seinem Baby Kontakt aufnehmen, sagt, oh, Gucci, Gucci, Gucci und hör dich doch und so weiter. Das ist alles schön und gut, aber das kommt ehrlich gesagt alles nur mono an. Stereo kommt es im Grunde nur an, weil es über den Körperschall der Mutter transportiert wird. Und das hat eine ganz entscheidende, wichtige Funktion, nämlich die der Bindung. Der Körperschall sorgt sozusagen dafür, dass das auf beide Innenohre, ne, über den Wasserdruck wird das auf beide Innenohre übertragen. Und jetzt kommt etwas ganz Wunderbares. Wenn sich das Baby kurz vor der Geburt in die Lage bringt mit Kopf nach unten, dann sorgen die Beckenschaufeln wie Kopfhörer dafür, dass das Baby jetzt sozusagen über beide Beckenschaufeln die Stimme der Mutter verstärkt hört. Das hört im Grunde Stereo-Kopfhörer. Warum gehe ich da so drauf ein? Weil es wichtig ist, einfach zu verstehen, dass in dieser Zeit der Schwangerschaft eine sehr starke Bindung aufgebaut wird. Und zwar zu dieser einen Person. Und wenn das Baby auf die Welt kommt, ist die Stimme der Mutter für dieses Baby einfach das Erkennungsmerkmal schlechthin. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung und wir gucken uns mal an, nach der 22. Woche sozusagen geht es jetzt knapp auf die Geburt zu. Und die Geburt an sich, und ich rede jetzt erstmal über die natürliche Geburt, in der natürlichen Geburt
Und mittlerweile weiß man, dass 30% aller Geburten Kaiserschnittgeburten sind. 30%. Allerdings ist es nur in 10% aller Fälle medizinisch notwendig. Also nur 10% aller Kaiserschnittgeburten sind medizinisch notwendige Kaiserschnittgeburten. Der Rest ist einfach auch so ein Stück weit diese Attraktivität, den Geburtstermin bestimmen zu können, das ganze Projekt Kind planbarer zu gestalten. Notwendig ist es in den allermeisten Fällen eigentlich nicht. Und deswegen rede ich jetzt auch erstmal über die natürliche Geburt. Und das Entscheidende auch hier ist wieder, dass während des Geburtsprozesses, und obwohl ich ein Mann bin, begeistert mich das jedes Mal, wenn ich darüber rede, so sehr. Es findet etwas ganz Fantastisches statt. Es findet wieder Bindung statt. Also Bonding habe ich es hier mal genannt. Bonding, die Ausschüttung von Oxytocin. Das ist ein Bindungshormon. Und das Bonding kann sozusagen jetzt hier stattfinden, weil sozusagen durch den Geburtsprozess dieses Oxytocin ausgeschüttet wird. Bei einem Kaiserschnitt, bei einer Kaiserschnittgeburt dagegen nicht. Da wird dieses Hormon in der Form, dieses Bindungshormon in der Form erstmal nicht ausgeschüttet. Und warum ist dieses Bindungshormon so entscheidend? Naja, das kann man ja sehen, wenn man mal bei einer Geburt dabei ist, wie unglaublich faszinierend dieses Gefühl ist, wenn die Mutter nach all den Schmerzen, die sie sozusagen in Kauf genommen hat, dieses Baby sofort auf den eigenen Körper legt und dieses dieser Bindungsaufbau sofort passiert. Es geht also darum, dass wie bei allen Säugetieren sofort im Grunde ein Körperkontakt aufgebaut wird und das Bedürfnis dafür ist dann sowohl im Baby als auch in der Mutter ganz stark vorhanden. Ja, momentan ist ja Impfung auch so ein Thema und die erste Impfung kriegt das Baby sozusagen mit der Geburt. Ja, wenn Sie sich jetzt fragen, was ist denn das für eine Impfung, hat mir gar keiner gesagt. Nee, das sagt man Ihnen auch nicht, das macht die Biologie, das macht die Natur ganz von alleine. Die erste Impfung ist die Impfung durch das Mikrobiom. Also wenn das Baby sozusagen durch den Geburtskanal durchgeht und austritt, dann wird sozusagen dieses Mikrobiom der Mutter direkt auf die Haut des Babys übertragen und aus diesem keimfreien Zustand, aus dem es da entlassen wird, tritt es jetzt ein und kriegt eine erste Impfung sozusagen mit dem Mikrobiom der Mutter, also mit einem System von, ich nenne es jetzt einfach mal, guten, mikroskopisch kleinen Erregern, die hilfreich sind, um dieses Immunsystem jetzt anzustoßen. Mittlerweile wird so etwas auch bei Kaiserschnittgeburten versucht zu übertragen, dass mit einer Tamponage sozusagen auch bei einem Kaiserschnitt dann dieses Mikrobiom mit einer Tamponage auf dieses Baby übertragen wird. Aber es hat im Grunde nicht so den gleichen Effekt. Naja, und was natürlich auch, und das weiß eigentlich auch jeder, auch mit einhergeht, ist die Tatsache, dass, ich stelle mal die Flasche hier ein bisschen zur Seite, ich gucke mal gerade, wohin ich sie stelle. Ich nehme sie mal auf diese Seite, dann ist sie nicht so im Bild. Dass die Körperfunktion, die Vitalität des Babys aktiviert wird, ganz stark dadurch, dass sozusagen dieser Geburtsweg vollzogen wird und das mit so einer kleinen Massage im Grunde einhergeht. Das Entscheidende bei der Geburt, und das muss man sich vorstellen, ist, dass sich ein Lebensraum komplett verändert. Bis zu diesem Zeitpunkt hat das Ungeborene im Wasser gelebt. Im Fruchtwasser der Mama. Und jetzt auf einmal tritt es über in die Welt der Luftatmung. Ja, und das ist natürlich ein ganz entscheidender Abschnitt, ein erster Übergang vom Wasser sozusagen ans Luftleben. Und dieser Schritt ist so einschneidend für das Kind, dass es sozusagen sofort das Gefühl von Nähe und Geborgenheit braucht. Es braucht sofort danach das Gefühl, jetzt brauche ich die Mama, denn es ist jetzt hier etwas anders, als was vorher war. Auch die Enge, die im Geburtskanal war oder auch im Bauch der Mama, diese Enge ist jetzt auf einmal weg. Also das muss sozusagen jetzt alles ganz schnell gehen und deswegen braucht dieses Baby jetzt sofort die Mama. Und deswegen gehört das Baby auch nicht erst auf die Waage und es müssen nicht erst die Fingerchen gezählt werden. Bei unserer Tochter, bei unserer großen Tochter war das so, da hat die Ehepamme das Baby also erstmal genommen und hat die Fingerchen gezählt und die Zehen gezählt, als wären nach 5 Minuten nicht mehr alle Finger da oder alle Zehen da
Und erst dann wurde das sozusagen, nachdem das alles gemacht wurde, dann durfte meine Frau es erst nehmen. Naja, nach dem ersten Mal ist man immer klüger. Beim zweiten Mal gab es da gar kein Vertun. Da wollte meine Frau sofort unsere kleine Tochter auf dem Bauch haben. Und die Hebamme sagte, naja, hab schon gesehen, ist alles dran. Also so kann es auch gehen. Danach muss sich die Mutter, aber auch das Baby erholen. Ja, das ist nicht umsonst, ist das auch eine Zeit, in der wirklich die Mutter sich sehr stark schonen muss. Und das Baby macht das auch, nur das Baby kann das viel besser. Es kann sich sozusagen selbst aktiv ins Schlafen bringen. Ja, also kleine Babys, die auf die Welt gekommen sind, die können sich sozusagen selbst aktiv in diesen Zustand bringen. Und das brauchen die auch, weil diese ganzen Impulse, die jetzt von außen einströmen, sind viel zu viel. Das Gehirn kann das noch gar nicht verarbeiten und deswegen schläft das Baby ganz viel. Sehr zur Freude der Mutter, weil es sich dann auch natürlich ausruhen kann. Und auch der Papa, der ist dann auch ganz froh, weil er nach der ganzen Aufregung vielleicht auch mal eine Mütze Schlaf bekommt. Allerdings, und das ist jetzt das Entscheidende, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, die genetische Ausstattung bei uns Menschen, die ist ja erbärmlich, ne? Also etwas mehr als 20.000 Gene in jeder Zelle. Das heißt, wir sind im Grunde mit so ein paar Reflexen ausgestattet, ne? Saugreflex und Suchreflex und Greifreflex. Aber sehr viel mehr ist es dann halt auch nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Mutter etwas hat, woran sich das Baby sofort wieder erinnern kann. Und das sind zwei Dinge. Es ist wieder der Geruch und es ist die Stimme. Also das Baby erkennt die Stimme der Mutter, weil es die ja sozusagen stereo bereits im Gehirn abgespeichert hat. Und deswegen ist diese Stimme nach der Geburt für das Baby unglaublich wichtig, weil es der erste Indikator dafür ist, das ist die Frau, die ich sozusagen schon kenne oder der Mensch, den ich schon kenne. Und dieser Mensch hat mir bisher immer Geborgenheit gegeben. Diese Stimmerkennung ist auch deswegen wichtig, weil das Baby in den ersten paar Wochen letztendlich fast blind zur Welt kommt. Es kann 30 cm scharf sehen. 30 cm ist genau der Abstand, ich versuche das mal zu simulieren, zwischen der Brust und dem Gesicht. Dieser Abstand ist für das Baby scharf erkennbar. Alles andere drumherum erstmal nur nebulös. Also wenn der Papa irgendwo in der Nähe steht, wird er nur unscharf gesehen. Das Einzige, was jetzt wichtig ist, ist die Versorgung mit Muttermilch, also mit Nahrung, gleichbedeutend in Verbindung zu bringen mit dem Gesicht und der Stimme der Mutter. Weil auch darüber wieder Bindung stattfindet. Ich reite da so drauf rum, weil es so entscheidend ist für das Wohlbefinden unserer Kinder, dass ein guter Bindungsaufbau passiert. Das ist sozusagen der Dünger für die gesamte kindliche Entwicklung danach, wenn ein guter und stabiler Bindungsaufbau passiert. Und die Natur liefert dafür etwas ganz Fantastisches, nämlich Geschmacksstoffe. Bereits als das Kind noch im Mutterleib war, im Fruchtwasser war, hat es das Fruchtwasser getrunken und hat auch wieder Pipi gemacht ins Fruchtwasser, das ist aber nicht schlimm. Und in diesem Fruchtwasser sind Geschmacksstoffe gewesen, die diesem Baby sozusagen schon signalisiert haben, aha, so schmeckt also meine Mama. Und in dieser Muttermilch, die jetzt ausgeschüttet wird, sie ist nicht nur wieder dieses Stillhormon Oxytocin, dieses Bindungshormon. Nein, es sind jetzt auch Geschmacksstoffe drin, die vorher auch im Fruchtwasser enthalten waren. Das heißt, das kleine Baby erinnert sich, aha, den Geschmack kenne ich schon und der ist verbunden mit ganz viel Nähe und ganz viel Geborgenheit und ganz viel Schutz. Und jetzt kriegt es diesen Geschmack, diese Geschmacksstoffe sozusagen über die Muttermilch wieder, kriegt das Bindungshormon Oxytocin obendrauf, sieht jetzt das Gesicht der Mama scharf und was passiert? Naja, jetzt habe ich es schon ganz oft gesagt, es findet Bindung statt. Und das ist entscheidend für diese erste Zeit. Nichts anderes ist entscheidend. Nähe und Geborgenheit und Versorgung. Und am besten noch, wenn die Frau sozusagen dann auch selbst gut mitversorgt wird. Es gibt ja dieses wunderbare afrikanische Sprichwort für die Entwicklung eines kleinen Kindes oder Betreuung eines kleinen Kindes bedarf es ein ganzes Dorf. Und letztendlich ist da schon was Wahres dran, denn machen wir uns nichts vor, die Zeit, die jetzt kommt für die jungen Eltern, das ist schon eine anstrengende Zeit. Und da muss der Papa sozusagen mehr und mehr mit ran. Und jetzt fängt die erste Zeit an, wo die Frau sozusagen auch wieder ein bisschen am Leben teilhaben will. Und das kann man ihr auch gar nicht verübeln. Eine Sache noch vielleicht, die ich eben gar nicht erwähnt hatte, ich sehe es aber auch gerade hier auf dem
auf der Präsentation. Sie sehen diese Nachahmungsfähigkeit, diese Spiegelneuronen, die immer wieder auch durch die Presse gehen, diese mimische Nachahmungsfähigkeit, das ist ja etwas, worauf Väter unglaublich abfahren. Ne? Die, wenn die erstmal erkannt haben, dass das Baby die Zunge rausschlägt, wenn der Papa das auch macht, finden die das super. Dann können, so ein Papa kann das ganz lange machen. Und das liegt an diesen Spiegelneuronen, weil jetzt sozusagen Mimik imitiert wird. Und was passiert durch dieses Imitieren von Mimik? Es findet Lernen statt. Es findet Lernen statt. Und das ist etwas Entscheidendes. Und dieses Lernen findet auch statt in einer Zeit, wo sozusagen die Mama die wichtigste Person ist, also während des Stillens. Und Sie sehen hier in diesem Bild, wie groß die Augen aufgerissen wurden von diesem Kind, weil halt in dieser Zeit durch dieses Fokussieren des Gesichtes und durch diese Versorgung jetzt dieser wunderbare Bindungsaufbau passiert. Aber eben nur dann, wenn die Mama auch in das Gesicht des Säuglings schaut. Man kann Müttern eigentlich keinen Vorwurf machen, wenn sie diese Zeit des Stillens auch für andere Dinge nutzen wollen, aber es ist letztendlich nicht förderlich für Beziehungsaufbau, wenn nämlich das Handy sozusagen an die Stelle des Gesichtes des Babys rückt und das Baby nur noch sozusagen das Bäuerchen machen muss und rumgeschuckelt wird. Wenn ein Baby, und Sie sehen das auf dem unteren Bild hier, wenn ein Baby irgendwann nur noch das Ohr der Mutter sieht, weil die Mutter immer wegguckt und aufs Handy guckt, dann ist das für das Baby irgendwann uninteressant und es schaut selbst auch zur Seite. Hier noch so ein kleiner Appell, auch was das Stillen angeht. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt ja mindestens 6 Monate Stillzeit. Und naja, nun bin ich keine Hebamme, aber vielleicht kann man mich aber nach 3 Kindern auch als Vater akzeptieren, der ein bisschen sich damit auseinandergesetzt hat. Stillen Sie so lange, also jetzt spreche ich die Mütter an, stillen Sie so lange es geht. Ja? Es ist mittlerweile ja Gott sei Dank auch gesellschaftlich wieder völlig in Ordnung, wenn auch noch mit 1 Jahr, mit 1,5 oder sogar mit 2 Jahren noch beigestillt wird. Es wird ja immer so getan, als wäre das Stillen die einzige Nahrung, die dann aufgenommen wird in dieser ganzen Zeit. Das ist ja Quatsch. Am Anfang ist es reine Muttermilch und dann kommt ja irgendwann auch Nahrung dazu und dann findet das Stillen immer noch sozusagen als Prozess statt. Aber es ist mehr als nur Nahrungsaufnahme. Es ist immer wieder auch Kontaktaufnahme mit dem Baby, Kontaktaufnahme mit der Mutter. So, und beim Stillen ist der Vater meistens noch raus, ne? Es sei denn, es wird dann die Flasche gegeben, aber dann kommt eine Zeit, wo die Kontaktaufnahme zum Vater auch immer weiter und aktiver werden kann. Und zwar, wenn es dann um das Tragen geht. Auch das ist wieder, und Sie sehen das ja hier, dass das Baby genau diese Umgebung hat, die es im Mutterleib auch hatte, im Bauch der Mama auch hatte, nämlich Enge und Geborgenheit. Und das wird durch das Tragen sehr stark simuliert. Und das kann der Papa ganz genauso, und das ist für jede Frau auch eine unglaubliche Erleichterung, wenn der Vater das Kind auch trägt. Manche Männer schämen sich ja immer so ein bisschen, weil sie denken, ach, jetzt laufe ich da mit so einem Tuch rum. Denken Sie einfach nicht an sich, denken Sie daran, was Sie hier für Ihr Kind tun, nämlich das ist jetzt Bindungsaufbau zum Papa. Natürlich kann man auch nichts unbedingt gegen den Kinderwagen sagen, aber wir sind sozusagen in Europa auch eine der ganz wenigen Kulturen, die die Kinder eigentlich immer so ein bisschen vor sich herschieben oder von sich wegschieben. Das ist eigentlich gar nicht notwendig. Man richtet dadurch jetzt keinen Schaden an, aber durch das andere kann man aktiv etwas aufbauen, nämlich durch das Tragen am Körper. Und warum? Na, weil die Babys das so kennen, diese Nähe. Ja, neben diesem Tragen und diesem Bindungsaufbau ist wichtig, dass jetzt sozusagen Eltern und auch gerade junge Eltern, die noch ein bisschen unerfahren sind, da sind für das Kind. Es gibt ja diesen schönen Begriff der Helikoptereltern, die also sozusagen die ganze Zeit um diese Kinder dann rumschwirren und das betütteln und aufpassen und so weiter. Gott sei Dank habe ich irgendwann in einem Buch, das hieß Artgerecht, ein anderer Erziehungsratgeber, mal gelesen, dass es gar nicht so wichtig ist, dass man permanent mit dem Kind spielt. Das wollen die Kinder auch gar nicht. Die Kinder wollen sich absichern, dass sie da sind. Spielen können die auch gerne und oft alleine. Aber sie brauchen das Gefühl von Sicherheit und von Nähe. Und das ist halt was Wichtiges, denn dann gehen Kinder auch auf Entdeckung. Man hat ja festgestellt, dass diejenigen Kinder am meisten auf Entdeckungstour gehen, die am sichersten gebunden sind. Und
die am unsichersten gebunden sind, ständig im Grunde sich absichern müssen, ist die Mama noch da, ist meine Bezugsperson noch da. Und Neugierde entsteht halt auch aus Sicherheit. Ja, es gibt leider auch Eltern, die dann meinen, sie müssten ihre Kinder sozusagen zuschütten und ihnen was Gutes tun, indem sie sie permanent mit Spielzeug und so weiter überhäufen. Das ist genauso unnötig, wie es unnötig ist, Kinder, zwar Kleinstkinder, ganz früh schon an digitale Medien gewöhnen zu wollen, aus der Sorge heraus, da könnte irgendetwas auf der Strecke bleiben, wenn man das nicht früh genug tut. Ja? Sie sehen hier, das ist so ein Pipi-Töpfchen, ja, so ein Pipi-Töpfchen mit einem Tablet-Halter. Und das Ding kann man wirklich kaufen, kann man online bestellen. Und dann kriegen sie das nach Hause. Und da, bei einer der Rezensionen zu diesem Pipi-Töpfchen habe ich gelesen, dass da ein Vater sagte, seitdem wir dieses Töpfchen mit dem Tablet-Halter haben und ein Tablet dran, macht unser Kleiner besser Pipi. Da frage ich mich immer, wie haben wir es nur geschafft, dass wir alle trocken geworden sind ohne Tablet? Nein, das ist im Grunde, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, auch die zu frühe mediale Nutzung, zum Beispiel von Fernsehen und die unkontrollierte Nutzung von Fernsehen, das ist letztendlich wirklich ein Stück weit Körperverletzung am Kind. Warum ist das Körperverletzung am Kind? Aus einem ganz einfachen Grund. Kleinkindgehirne, und ich rede jetzt von Gehirnen in den ersten 1, 2, 3 Lebensjahren, sind wahnsinnig oder werden immer besser vernetzt. Ja? Also so ein Kleinkindgehirn eines 3- oder 4-Jährigen ist viel besser vernetzt als unsere Erwachsenengehirne. Aber sie sind sehr langsam. Und wenn es um Fernsehen geht, also um viele Bilder pro Sekunde und viele wechselnde Bilder und viele Beziehungen und so weiter, was da alles zu sehen ist, dann ist das Gehirn von kleinen Kindern damit überfordert. Und deswegen sind digitale Medien für Kleinstkinder schädlich und in keiner Weise förderlich. Und über eine Glasfläche zu wischen, das kann ehrlich gesagt, das kann man jedem Affen beibringen. Das hat auch nichts mit Kompetenz oder mit frühen Kompetenzen und Medienkompetenz zu tun. Das ist ein Trugschluss. Hier gilt mein Plädoyer ganz klar, nicht das Kind vor die Glotze setzen, sondern sich selbst vor das Kind setzen. Das macht dann den Unterschied aus. So, und dann kommt etwas, dann kommt eine Phase, wenn das Kind sozusagen sich selbst erstmal erkannt hat, dann kann es sich auch nicht mehr vergessen. Das ist so ein schöner Spruch. Und dieses Selbsterkennen, das passiert nun in der Entdeckung der Welt. Und das ist wichtig, weil wir ja genetisch nicht besonders gut ausgestattet sind, muss das Kind alles lernen und alles entdecken. Es bringt aber doch 2 Sachen mit auf die Welt, nämlich sozusagen 2 Antriebskräfte, die sozusagen die Selbstwirksamkeit des Kindes ausmachen. Und diese Entdeckung der Welt findet statt durch Neugierde und durch Gestaltungswillen. Diese beiden Dinge werden sozusagen genetisch mit auf die Welt gebracht. Also Kleinstkinder sind unglaublich neugierig. Und sie haben, je älter sie werden, einen immer stärkeren Selbstgestaltungswillen. Sie sehen hier, das ist unsere 2-Jährige, die hat damals Kürbissuppe gegessen und dann hat sie entdeckt, dass man Kürbissuppe auch wunderbar auf dem Tisch verteilen kann und damit Bilder malen kann. Naja, ich habe ehrlich gesagt, ich bin ganz ehrlich, damals gewusst, ach, ich kriege ein tolles Bild für einen Vortrag, das mache ich noch. Und danach habe ich gesagt, nein, mit Essen spielt man ja nicht. Also man kommt ja permanent in diese Situation, wo man nicht genau weiß, wie macht man es eigentlich richtig. Und der einzige Slogan, der da hilft, folgen Sie Ihrem Herzen. So platt sich das anhört, es ist aber so, folgen Sie Ihrem Herzen und versuchen Sie nicht, Übermutter oder Übervater zu sein. Versuchen Sie einfach mit gesundem Menschenverstand und einem großen Herz und einer großen Portion Rücksichtnahme zu agieren. Das ist besser, als wenn Sie 10 Erziehungsratgeber lesen. Naja, und je älter die Kinder dann werden, desto mehr wollen sie sozusagen die Welt entdecken. Und das passiert natürlich umso besser, je mehr sie Vorbilder haben, an denen sie sich orientieren können. Und das sind gar nicht unbedingt wir Eltern, sondern das sind oft auch Geschwisterkinder. Und wenn die große Schwester dann auf einmal ein Buch liest, naja, dann fängt die kleine Schwester an und liest dann auch irgendwann ein Buch, obwohl sie das überhaupt gerade mal erst in der Hand halten kann. Ja? So, und diese beiden Aspekte, die möchte ich nochmal herausstellen, sind letztendlich der Motor für die Entwicklung unserer Kinder, nämlich Neugierde und Gestaltungswille. Das ist letztendlich so etwas wie
das Notwendige, was wir brauchen, damit wir auf Entdeckungstour gehen können. Und die Frage ist ja so ein bisschen, was ist jetzt eigentlich so der Treibstoff für diesen Motor? Also was brauchen wir, damit dieser Motor anspringen kann? Und das ist das, was ich vorhin schon so eindringlich immer erwähnt habe. Das ist sozusagen die Bindung und die Beziehung zum Kind. Eine gute Bindung ist der Treibstoff für den Motor der Entwicklung. Eine gute Beziehung zum Kind ist der Treibstoff für den Motor der Entwicklung. Und wenn Sie das gut hinkriegen, dann tun Sie Ihrem Kind mehr Gutes an, als wenn Sie ständig versuchen, mit dem Kind zu spielen und ihm zu zeigen, wie toll man einen Turm bauen kann und so weiter. Das ist alles gar nicht so wichtig, sondern dieser Bindungsaufbau, der ist entscheidend. Und wenn das gut klappt, dann kommen sozusagen auch diese Lebenskompetenzen, um die es geht, die werden sozusagen durch diese sichere Bindung gut in den Blick genommen. Ja, aus der sicheren Bindung heraus entwickelt das Kind in den ersten Lebensjahren vor allem 4 Lebenskompetenzen. Und diese Lebenskompetenzen sind Empathie, ist exekutive Kontrolle, also die Fähigkeit, sozusagen eigene Bedürfnisse mehr und mehr auch in den Griff nehmen zu wollen, Kreativität und Resilienz. Diese 4 Lebenskompetenzen, so nenne ich sie mal, sind entscheidend für die gesamte weitere Entwicklung. Ja? Also Empathie, lernen Kleinkinder schon im Umgang mit anderen Kleinkindern, auch wenn das sehr schwer ist, weil ne, wenn das Kleinkind wirklich sagt, ah, das ist jetzt aber mein Ball oder mein Stock, dann will es das gar nicht hergeben. Aber im Laufe der kindlichen Entwicklung lernt es, dass es auch mal etwas abgeben kann, dass es teilen kann, dass nicht alles ihm gehört. Es lernt, die eigenen Bedürfnisse auch sozusagen kontrollieren zu können. Es lernt, selbst kreativ zu sein. Sie können 10 Ratgeberbücher lesen darüber, wie wird mein Kind kreativ. Das wird es nicht dadurch, dass Sie etwas lesen, das wird es nur dadurch, dass das Kind es selbstwirksam erleben kann. Und das kann es wunderbar im Spiel auch mit anderen Kindern erleben. Und die Resilienz, also die Fähigkeit, sozusagen stressige Situationen aushalten zu können und aus einer stressigen Situation heraus auch wieder neue Kraft schöpfen zu können. Auch das sind Dinge, die in diesen ersten Lebensjahren gelernt werden. Und dafür werden in den ersten 2 Jahren die Grundsteine gelegt durch diese Neugierde und durch diesen Gestaltungswillen. So, das so als kleinen ersten Rundumschlag. Wichtig ist noch für die Gedächtnisleistung, warum können wir uns eigentlich an die ersten 2 Lebensjahre so gut wie überhaupt nicht erinnern? Also wir können uns, ich habe es ja vorhin gesagt, eigentlich nur emotional dahingehend annähern an die Erfahrung, die wir gemacht haben, wenn wir sozusagen im Defizit sind. Also wenn ich Isolierung erlebe, dann wird in mir das Bedürfnis nach Geborgenheit und Zuneigung sehr groß. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das damals in meiner Mutter sozusagen abgelaufen ist. So, das heißt, wir speichern Dinge emotional ab in dieser Zeit. In den ersten 2 Lebensjahren haben wir noch kein sprachliches Gedächtnis. Wir können die Dinge noch nicht sprachlich strukturiert abspeichern, sodass wir uns erinnern können. Das passiert alles emotional. Und wenn man so einen kleinen Menschen als mal als so eine Art Bäumchen oder die Persönlichkeit auch eines 2-3-jährigen Kindes so als Bäumchen bezeichnet oder betrachtet, dann gucken wir sehr schnell sozusagen drauf, ja, was macht denn dieses Bäumchen aus? Ich habe jetzt mal hier so, Sie sehen, ich habe da so kleine Äpfelchen oder Früchte in den Baum reingemalt. Und da geht es im Grunde darum zu gucken, naja, was kann so ein Kind schon, was weiß es vielleicht schon? Eltern gehen sehr schnell auch in den Vergleich mit anderen Eltern, nämlich darüber, was kann mein Kind, was kann dein Kind? Oh, dein Kind kann schon die ersten Worte sagen, warum kann meines das noch nicht? Oh, dein Kind kann schon in 3 Wortsätzen sprechen, warum kann mein Kind das noch nicht? Und das ist für Eltern unglaublich stressig und das muss es eigentlich alles überhaupt gar nicht sein, weil das passiert alles. Bei dem einen Kind etwas früher, bei dem anderen Kind vielleicht etwas später, aber es wird dazu kommen. Und diese Persönlichkeit, die dieses Kind ausmacht, lässt sich nicht nur dadurch definieren, was es weiß und kann, sondern letztendlich auch durch die inneren Haltungen, die es aufbaut. Selbst ein
4-5-jähriges Kind hat schon innere Haltungen, hat so etwas wie eine Moralvorstellung, hat ein inneres Gespür, einen inneren Kompass dafür, was ist richtig und was ist falsch. Nicht in jeder Situation. Manchmal will es halt noch genau das Spielpferd haben, das die große Schwester auch gerade hat und nimmt es einfach weg. Aber es hat grundsätzlich schon ein Gespür davon entwickeln können, was eigentlich richtig und was falsch ist. Und das Wichtigste, wenn man sich so ein Bäumchen anguckt, sind am Anfang vor allem diese Wurzeln. Und diese Wurzeln, da können Sie als Eltern wirklich gut und aktiv eingreifen, wenn Sie sozusagen den Dünger für dieses Bäumchen aussetzen. Und dieser Dünger, das ist eben diese Bindungssicherheit. Und wenn das gut klappt, dann macht es auch Spaß, sozusagen diese kindliche Entwicklung, diese kindliche Neugierde beobachten zu können. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mir wichtig ist. Ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt und ich komme jetzt nochmal an mein Kaffeefilter-Bild zurück. Die Zeit der Schwangerschaft ist für Frauen eine unglaublich komplexe Zeit. Sie ist gepaart von hormonellen Schwankungen, sie ist gepaart von zum Teil auch der Aufgabe der eigenen persönlichen, ich will nicht sagen Identität, aber vielleicht der beruflichen Identität. Also die Einschnitte, die eine schwangere Frau und dann auch eine junge Mutter hat, sind in der Regel oftmals sehr viel größer als die, die der Vater hat. Hinzu kommen aber auch noch Lebensumstände, die vielleicht die Schwangerschaft problematisch gestalten lassen können. Und das sind sogenannte pränatale Einflussfaktoren. Also Einflussfaktoren, die bereits vor der Geburt sich auf die Schwangere und damit aber auch auf das Baby im Bauch auswirken können. Und das können ganz unterschiedliche sein. Das kann Dauerstress sein, das kann eine Depression sein, das können Gewalterfahrungen sein. Tod eines Angehörigen, das kann die Trennung vom Partner sein, Angstzustände, also ganz viele verschiedene Dinge, aber auch Ernährungssituation. Auch die Ernährungssituation der Schwangeren hat, und das weiß man mittlerweile, Einfluss auf die ernährungsphysiologische Ausgestaltung des noch ungeborenen Kindes. Also eine Mutter, die sehr, sehr stark übergewichtig ist während der Schwangerschaft, gibt bestimmte Informationen weiter an das Ungeborene und eben nicht über die Gene, die sind davon völlig unberührt, aber über die Schalter, die diese Gene jetzt an- und abschalten können. Und das möchte ich gerne im nächsten Schritt noch thematisieren, weil es auch Erklärungsansätze bietet für bestimmte Syndrome, die sich vielleicht auch bei Kindern und Jugendlichen ausprägen. Also nehmen wir mal so ein Beispiel wie ADHS zum Beispiel, so ein Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom, wo Kinder kaum die Chance haben, weil das System, und zwar meistens das System Schule, von ihnen verlangt, lange Zeit still zu sitzen, lange Zeit sich auf eine Sache zu konzentrieren, sich nur dieser Sache hinzugeben. Und Kinder, die da Schwierigkeiten haben, geraten dann sehr schnell unter emotionalen Stress und das führt dann eigentlich zu einer Blockade. Nein, und dann klappt es schon mal gar nicht mehr mit der Aufgabe. Und man ist natürlich dran und hilft diesen Kindern auch und auch den Eltern, aber man kann jetzt über diese neuen Forschungsgebiete der Epigenetik, also derjenigen Forschung der Genetik, die sich mit den Schaltern beschäftigt, kann man ganz gute Erklärungsansätze finden, wie es zu solchen Ausprägungen kommen kann. Nicht muss, aber kann. So, das würde ich gerne noch vorstellen. Ich habe einfach mal hier so ein paar Bilder genommen, die so stellvertretend stehen. Also Stress, permanenter Stress für die Schwangere ist nicht gesund. Genauso wenig wie Gewalterfahrung oder Isolation. Oder im Gegenteil, wenn sich schwangere Frauen sehr gesund ernähren, dann tun sie ihrem Baby was Gutes. Mittlerweile weiß man, dass Stress, wenn er langanhaltend ist, und Stress ist ja sozusagen erstmal nur eine Ausprägung. Stress kann entstehen durch eine Trennung, Stress kann entstehen durch Gewalterfahrung, durch Isolation. Es gibt hunderte Möglichkeiten, wie Stress entstehen kann. Kurzfristiger Stress ist in der Schwangerschaft für eine Frau überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, es kann sogar auch für die Entwicklung des Babys im Bauch sogar förderlich sein. Langanhaltender Stress, über Wochen hinweg allerdings, das weiß man, das wirkt sich negativ aus und zwar auf die
Schalter, die bestimmte Gene an- oder abschalten. So, ich komme jetzt nochmal zu meiner Filtertüte zurück. Stellen Sie sich also vor, Sie schütten jetzt wieder Kaffeepulver in diese Filtertüte hinein und gießen Wasser auf. Und jetzt kennen Sie das alle, wenn man einen Kaffee aufbrüht dann, und wenn man zu viel Wasser sozusagen jetzt in diesen Filterbeutel hineinschüttet, hineingibt, dann quillt irgendwann dieses Kaffeepulver an der Seite vorbei und läuft sozusagen unten mit in diese Tasse oder in diese Kaffeekanne. Und so ähnlich können Sie sich das auch in der Plazenta vorstellen. Wenn über einen langen, langen Zeitraum Stresshormone, insbesondere Cortisol, immer wieder über die Plazenta sozusagen vorhanden ist und angeboten wird, dann ist das so ähnlich kann man sich es vorstellen, dann ist auch so ein Stresshormon Plazenta gängig und es gelangt dann sozusagen in den Embryo bzw. in den Fötus. Und das kann dann wirklich zu Auswirkungen führen, die ganz unterschiedlich sein können. Ich bringe mal ein paar Beispiele, die das so ein bisschen illustrieren sollen und gehe dann auf einige wenige Aspekte etwas genauer ein. Sie sehen hier auf diesem Bild zwei Mäuse. Die Mäuse sehen natürlich total unterschiedlich aus, nicht nur was die Farbe angeht, sondern auch was die Größe angeht. Diese Mäuse sind Klone, die sind genetisch zu 100% identisch. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil die eine ja gelb ist und die andere ja braun und die eine groß ist und die andere klein. Jetzt können Sie ja mal überlegen, welche von den beiden ist denn die gesunde und welche ist die kranke Maus. Die kleine graue oder braune, das ist die gesunde. Und die gelbe, große, das ist die kranke. Hier wurden bestimmte Gene an- bzw. abgeschaltet. Man nennt diese Mäuse nach der Beschreibung dieses Gens Agouti-Mäuse. Das ist aber eigentlich völlig belanglos. Worauf es mir ankommt, ist, dass hier die Lebensumstände dieser Mäuse ausschlaggebend sind A, für das Aussehen, für die Größe, für das Gewicht und für den Gesundheitszustand. Das heißt, die Lebensumstände hier in Form von Nahrung führen dazu, dass zwei Mäuse, die genetisch zu 100% identisch sind, sich völlig anders entwickeln. Und das liegt eben nicht an den Genen, sondern es liegt an den Schaltern, die jetzt bestimmte Gene an- oder ausschalten. Jetzt sind wir keine Mäuse, aber man kann das natürlich auch übertragen. Und da ist die Forschung auch gerade dran, dass man guckt, welche epigenetischen Untersuchungen man zum Beispiel mit Säugetieren durchführt und was davon kann man auch auf den Menschen übertragen. Ich habe es hier überschrieben mit du bist, was du isst. Und das ist im Grunde halt auch so ein bisschen der Punkt. Wenn eine schwangere Frau sehr stark übergewichtig ist und sich in dieser Zeit auch weiterhin sehr ungesund ernährt, dann werden bestimmte Gene im ungeborenen Kind bereits abgeschaltet, die eigentlich dafür sorgen sollen, später mal bestimmte Kalorien besonders gut verwerten zu können. Die Gefahr oder das Problem, das entsteht, ist, dass die Kinder später selbst oft auch sehr fettleibig werden und damit einhergehend auch entzündliche Krankheiten und so weiter entstehen können. Und das liegt nicht daran, dass diese Kinder jetzt irgendwie genetisch anders programmiert sind. Nein, es liegt einfach nur daran, dass sozusagen die Lebenseinflüsse der Mutter, hier dann durch die Nahrung, in den Zellen des Embryos, des Fötus, dazu führen, dass bestimmte Gene an- oder abgeschaltet werden, die zum Beispiel für die Verwertung von Nahrung, von Zuckern, von Fetten, von Proteinen und so weiter verantwortlich sind, dass die an- oder abgeschaltet werden. Stress in der Schwangerschaft ist auch, habe ich ja eben schon gesagt, wenn das kurzfristiger Stress ist, ist das eigentlich kein Problem. Ist es allerdings langanhaltender Stress, dann kann das auch dazu führen, dass sich das negativ auf die Stressempfindlichkeit des Kindes auswirkt. Durch die zunehmende Pränataldiagnostik, also durch die Angebote, die gemacht werden, bis hin zu einer genetischen Analyse, liegt hier irgendeine Erkrankung vor, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung und so weiter, nimmt mittlerweile auch insbesondere bei den Müttern die Verunsicherung weiter zu. Denn je genauer ich etwas diagnostizieren kann, auch weit im Vorfeld schon, desto höher ist auch sozusagen die Nervosität und auch der Stresspegel, den schwangere Frauen dabei haben. Also allein die Schwangerschaft heute ist ja eine sehr stark monitorisierte Schwangerschaft
Und deswegen ist das sozusagen alleine schon, wenn man das als Projekt betrachtet, kann das für Frauen schon Stress genug sein. Punktueller Stress, das habe ich ja eben schon mal gesagt, führt eigentlich nicht zu nachhaltigen Beeinflussung. Allerdings dauerhaft hoher Stress, und das habe ich ja eben gesagt, das führt sozusagen jetzt zu einem Gewöhnen des Fötus an eine Welt außerhalb des Bauches der Mama, wo es lernt, oh, das muss da draußen sehr stressig sein. Ich bringe mal ein Beispiel. Wenn die Mutter zum Beispiel durch den Tod eines nahen Angehörigen oder durch eine Scheidung oder eine Trennung über einen langen Zeitraum sehr stark unter Stress gerät, dann führt dieser sehr hohe Stresspegel dazu, dass das Stresshormon Cortisol jetzt durch die Plazenta in das ungeborene Kind sozusagen überwechselt. Und jetzt wird dieses Kind sozusagen darauf vorbereitet, es wird gewöhnt daran, dass die Welt außerhalb sehr stressig sein muss. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel im Gehirn bestimmte Rezeptoren an- oder abgeschaltet werden, die dazu führen, dass man eben nicht mehr so stressresistent ist, sondern dass man viel sensibler, viel sensitiver auf Stress reagiert, weil die Welt halt stressig ist. Und dass man wird sozusagen schon darauf vorbereitet, was einen draußen erwartet. Und man könnte ja denken, naja, dann wäre es doch gut, wenn man besonders stressunempfindlich wird. Naja, es ist ja immer ein bisschen die Frage, was ist eigentlich Stress? Ja? Und wenn man sich mit der ADHS-Forschung ein bisschen beschäftigt zum Beispiel, hat man festgestellt, dass es einen bestimmten Botenstoff im Gehirn gibt dieser Kinder. Das ist das sogenannte Dopamin. Und es gibt eine Theorie, eine Dopaminmangeltheorie, die besagt, in den Kindern, bei denen ADHS oder ADS diagnostiziert wird, da ist zu wenig Dopamin zwischen diesen Nervenzellen und das ist zu kurz. Und wenn das nicht lang genug da ist, dann kann sich das Gehirn sozusagen nicht lang genug auf eine Sache konzentrieren. Und die Frage hat man sich bisher eigentlich nie gestellt. Wie kommt es eigentlich dazu, dass dieses Dopamin nicht lang genug da ist? Man hat festgestellt, es ist nicht lang genug da, aber man hat sich eigentlich nie die Frage gestellt, warum ist es das nicht? Durch diese epigenetische Forschung kann man nun sozusagen vorsichtig sich rantasten und auch mal nachhören, vielleicht bei der Schwangeren, gab es vielleicht während der Schwangerschaft oder in der frühen Phase des Kindes sehr stressige Situationen. Und dann, insbesondere wenn es in der Schwangerschaft der Fall war, kann man oft Rückschlüsse darauf ziehen, dass sozusagen das ungeborene Kind bereits darauf vorbereitet wird, in einer Welt, die sehr stressig ist, sehr sensibel und feinsinnig zu sein, sehr Antennen zu haben, um stressige Situationen sofort wahrzunehmen und sich nicht in der Fokussierung auf eine Sache sozusagen zu vertieft einzulassen. Wir sehen ADS, ADHS immer als so etwas Negatives beim Kind. Letztendlich ist es erstmal nur eine Ausprägung, die dazu führt, dass diese Kinder sehr sensitiv sind. Und das kann sozusagen die Auswirkungen haben, die bereits im Bauch der Mama angelegt wurden. So, wir nähern uns langsam der Zielgeraden. Also Stresshormone, um das nochmal zusammenzufassen, beeinflussen die Feinjustierung des sich entwickelnden Gehirns. Das hat man auch an anderen, das kann man auch an anderen Beispielen deutlich machen. Ich habe noch ein anderes eine Stresseichung, also dass zum Beispiel auch die Herztätigkeit erhöht wird. Diese ständige Übererregung, das habe ich eben schon gesagt, schafft diese genetischen synaptischen Verbindungen, die werden aktiviert und so weiter. Also da läuft eine ganze Menge. Das Erregungsniveau bleibt auch nach der Geburt oft sehr hoch. Und das ist etwas, was man halt wirklich nachweisen kann, dass die Neugeborenen oft signifikant unruhiger sind. Und ne, das ist, da hat man ja auch einen Begriff für, das sind Schreibabys. Ja? Dass man so, ah, das ist vielleicht ein Schreibaby. Und auch hier wird sozusagen ein Stück weit dem Baby jetzt zugesprochen, dass es dass es irgendwie nicht richtig funktioniert. Das ist nicht richtig. Es schreit halt so viel. Es geht jetzt auch nicht, um Gottes Willen, das dürfen Sie nicht falsch verstehen, jetzt zu sagen, wir müssen die Schuld bei der Mutter suchen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht überhaupt nicht um Schuld. Im Gegenteil, es geht aber einfach darum, vielleicht mal nachzuspüren, kann es denn da was gegeben haben, was sozusagen hier diese höhere Empfindlichkeit ein Stück weit ausmacht.
Auswirkungen von Stress, das hat man auch festgestellt und das ist ganz interessant. Das ist ja nicht nur während der Schwangerschaft, auch jetzt in diesem Moment. Also wenn ich jetzt sozusagen 10 Minuten in einem Zustand puren Stresses wäre, dann würde sich das bei mir auswirken. Und wenn Sie vielleicht am Monitor sitzen und vielleicht gerade noch Ihr Baby gestillt haben, dann könnte man einen Versuch mit Ihnen machen. Man hat zum Beispiel Frauen einem Stresstest unterzogen. Man hat also hat ihnen bestimmte Aufgaben gegeben und die sollten die immer und immer wieder machen. Und dadurch sind die so ein bisschen in Stress geraten. Und dann hat man festgestellt, dass bereits nach 10 Minuten Stresstest bestimmte Gene abgeschaltet wurden, die für diese Oxytocin-Ausschüttung da sind. Also die sozusagen dieses Bindungshormon, dieses Stillhormon wirken lassen. Diese Gene werden ausgeschaltet. Also die Gene an sich werden gar nicht berührt, es werden die Schalter geschaltet. So, nach 10 Minuten Stresstest bereits. Und es dauerte dann wieder 80 Minuten, bis dieser Schalter wieder umgelegt wurde. Das heißt, eine Frau, die sozusagen vielleicht 2, 3 Kinder hat und will eins stillen und ist in einem großen Stresszustand, bei der ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Bindungshormon, dieses Stillhormon ausgeschüttet wird, relativ niedrig. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch während und auch vor dem Stillen sozusagen in einem Zustand der Ruhe sich befindet, damit eben nicht diese Gene bei der Mutter ausgeschaltet werden, die sozusagen dafür sorgen, dass bestimmte Bindungshormone gar nicht ausgeschüttet werden. Also das ist eine Wechselwirkung, die da stattfindet, ja, zwischen dem Baby und auch dem Erwachsenen. Gucken wir noch einen Schritt weiter. Ich reite hier so sehr stark auf dem Thema Stress rum. Man kann auch noch ganz andere nehmen, ich mache einfach mal weiter. Aber es geht mir vor allem um das Bild, das ich damit erzeugen will. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Raum mit Mäusen. Ja, also bei Ihnen im Wohnzimmer, da krabbeln ganz viele Mäuse rum. Naja, was machen Sie dann? Sagen Sie, ach um Gottes Willen, was ist denn hier los? So, dann sagen Sie, jetzt müssen wir Mäusefallen aufstellen. So, je mehr Mäusefallen Sie haben, desto geringer ist wahrscheinlich Ihre Sorge, dass irgendwo noch Mäuse überbleiben. Und jetzt versuchen wir, dieses Bild mal zu übertragen auf unser Gehirn, dass die Mäuse sozusagen das Stresshormon sind, das Cortisol. Und die Mausefallen, das sind die Rezeptoren hier oben drin im Gehirn, die jetzt dafür sorgen, dass dieses Stresshormon abgebaut werden kann. Habe ich viele Mäusefallen, kann ich viele Mäuse fangen? Habe ich also viele Rezeptoren, kann ich viel Stresshormone binden und fangen? Habe ich allerdings weniger von diesen Mäusefallen, dann merken Sie schon, dann wird das Problem größer, weil nämlich, wenn nur noch ganz wenige Mausefallen da sind, naja, dann habe ich im Grunde auch nicht mehr die Möglichkeit, all diese Mäuse zu fangen. Wenn erstmal eine Maus in der Mausefalle ist, dann kommt da keine zweite mehr rein. Und so ähnlich ist es im Gehirn auch. Wenn also bestimmte Rezeptoren ausgeschaltet werden, beziehungsweise abgebaut werden oder überhaupt gar nicht gebildet werden, dann sorgt mehr Cortisol dafür, dass das auch länger wirken kann. So wie wenn einfach noch hier 6 Mäuse überbleiben und die weiterhin im Raum rumlaufen. Alle anderen Mausefallen sind besetzt. Und so ist es halt auch mit dem Stresshormon im Gehirn. Wenn alles besetzt ist und es ist aber immer noch Stresshormon da, dann wirkt das auch weiter. Und das ist genau das, was ich versuche, Ihnen klarzumachen, dass wir halt auf genetischer Ebene, das habe ich Ihnen ja vorhin auch schon gezeigt, dass es jetzt nicht darum geht zu sagen, oh, wie sind denn unsere Gene? Nein, es geht um die Schalter dieser Gene und die sitzen außen an der DNA dran und da gibt es zum Beispiel sogenannte Stoppschilder. Also da gibt es Schalter, die dafür sorgen, dass auf der DNA bestimmte Bereiche einfach gar nicht mehr abgelesen werden. Zum Beispiel diese Stressrezeptoren, die dann gar nicht mehr gebildet werden und im Gehirn gar nicht mehr ihre Wirkung entfalten können. Und wenn die nicht mehr gebildet werden, dann kann das Stresshormon immer weiterhin noch wirken. So, und wie kommt es dazu, dass in dem Baby, das noch gar nicht auf der Welt ist, jetzt diese Stoppschilder, sozusagen diese Schalter geschaltet werden? Durch den anhaltenden Stress der Mutter, der durch den Kaffeefilter, durch die Plazenta dann halt irgendwann übergeht und das dann auslöst. Und das ist letztendlich die Schwierigkeit, um die es geht. Es gibt auch noch andere Schaltstellen, ich will da gar nicht jetzt so oberlehrerhaft sein, also für diejenigen, die es interessiert, das nennt man DNA-Methylierungen, das sind also bestimmte chemische Schalter, die da geschaltet werden. Das gibt es auch noch auf einer anderen Stufe, das sind die sogenannten Histon-Modifikationen. Das sind oft eher reversible Schalter, also Sie müssen sich das so vorstellen wie eine Schnur,
Wenn Sie Garn aufwickeln auf eine Garnrolle, so ist das auch mit unserer DNA. Unsere DNA ist das Garn und die wickeln Sie auf eine kleine Garnrolle auf. Und an diesen Stellen können auch Schalter ansetzen. Und diese Schalter sind oft eher so reversibel. Andere Schalter sind auf der Ebene der DNA, den ich gerade dieses Stoppschild, das sind Schalter, wenn die einmal geschaltet werden, kann es sein, dass die das Leben ein Leben lang nicht mehr zurückschaltbar sind. Das heißt, um das Ganze mit einem Bild zu versehen, stellen Sie sich vor, Sie sehen hier dieses Bild von einem Lokal und da hängen ganz viele Lampen an der Decke. Und jede einzelne Lampe wäre nun so etwas wie ein Gen, das ich an- oder ausschalten kann. Und es gibt ganz unterschiedliche Schaltertypen dafür. Es gibt den Notaus. Einmal geschaltet, der lässt sich erstmal nicht mehr zurückschalten. Dann gibt es andere Schalter, die vielleicht über Bewegung reagieren. Und auch das tun Ihre Gene, Ihre Schalter in Ihrem Körper, wenn Sie joggen gehen. Ja, Sie gucken mich an, ne? dann denken Sie, ja, mach's doch mal. Ja, also wenn Sie zum Beispiel 30 Minuten joggen gehen, dann werden in Ihren Muskelzellen bestimmte Gene angeschaltet, die dafür sorgen, dass der Stoffwechsel aktiviert wird. Also nicht die Gene werden verändert, aber Schalter werden geschaltet. Und das sind dann zum Beispiel so Bewegungsmelder. Oder Sie haben, hoppala, oder Sie haben noch andere Lichtschalter und so weiter und so fort. Andere. Es gibt eine ganze Vielzahl von Schaltern, die möglich sind. Und jede dieser Schalter schaltet zum Beispiel eine Lampe an oder aus und manche davon dauerhaft aus, manche aber mal an, mal aus, je nachdem. Und das, worum es geht, ist, das sind Umwelteinflüsse, das sind Lebenseinflüsse. Das hat nichts damit zu tun, was wir von unseren Eltern genetisch bekommen haben, sondern es geht darum, was wir sozusagen in unserem Leben, aus unserem Leben machen und welche Möglichkeiten wir haben, hier sozusagen genetisch oder epigenetisch aktiv zu werden. Und jetzt habe ich sehr viel darüber geredet, dass gerade Stress auch sich sozusagen negativ auswirken kann auf die Entwicklung des ungeborenen oder frühen Kindes. Das hört sich immer so an, als hätte die Frau Schuld daran. Das ist natürlich nicht der Fall. Es geht vielmehr darum, dass wir es schaffen müssen, dass werdende Mütter in einem Zustand sich befinden können, der möglichst große Ruhephasen hat, möglichst wenig Stress bietet. Das ist nicht immer machbar, aber es sollte immer wieder machbar sein. Denn das führt dazu, dass sozusagen auch eine gesunde Kindesentwicklung stattfinden kann. Hier müssten wir mal einen Cut machen, weil ich mal auf ein paar andere Folien muss, sonst dauert es zu lange. Ich klicke die mal durch. Ja? Ich lasse das weg, weil das ist einfach, das geht zu sehr. Das geht, ich komme jetzt zum Ende, ich mache jetzt die Endeschleife. Ja? Okay. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie ich das hier mache. Ist ja nicht schlimm, wenn da ein kleiner Sprung drin ist. Nein, überhaupt, ist überhaupt nicht schlimm. Ne? Okay, dann setzen wir wieder ein. Okay. Ich komme zum Ende. Jetzt in den letzten Minuten haben Sie vielleicht so ein bisschen das Gefühl, oh mein Gott, wenn ich das alles vorher gewusst hätte, dann hätte ich ja vieles anders machen müssen und ach du meine Güte, was haben wir da unserem Kind angetan und jetzt hatten wir so viel Stress und so weiter. Also, Psychotherapie, ich bringe nur mal ein Beispiel. Psychotherapie zum Beispiel funktioniert deswegen so gut, weil sie ansetzen kann, wenn man sie richtig gut betreibt, nämlich genau wieder auch an der Ebene dieser Schalter. Die allermeisten Schalter, von denen ich gesprochen habe, sind reversibel. Das heißt, ich kann sie an, aber ich kann sie auch wieder ausschalten. Oder ich kann sie ausschalten, wo sie vorher angeschaltet waren. Das heißt, jetzt soll nicht jeder eine Psychotherapie machen, darum geht es mir gar nicht. Was ich sagen will, ist, dass man die Möglichkeit hat, immer wieder auch Schalter in den allermeisten Fällen wieder umzuschalten, neu zu schalten. Und zwar durch die Eigenaktivität des eigenen Lebensumfeldes. Wenn ich mich gesund ernähre, wenn ich Sport treibe, wenn ich versuche, nicht immer, aber immer öfter auch stressfreie Situationen zu haben und so weiter, dann tue ich nicht nur etwas für meine Psyche und für meine Gesundheit, dann tue ich auch was für meine Schalter, für meine epigenetischen Schalter. Denn auch die sind sozusagen wieder trainierbar und schaltbar. Und auch bei Kindern ist das so. Wenn ich Kindern
die vielleicht mit einer gewissen Symptomatik jetzt ausgestattet sind. Wenn ich es aber schaffe, diese Kinder sozusagen positiv zu beeinflussen, wenn ich auch diesen Kindern gute Ernährung anbiete, wenn ich ihnen einen hohen Anteil an Sport zukommen lasse, viel Bewegung und so weiter, dann sind das auch alles Möglichkeiten, positiv Schalter zu schalten. Das heißt, wir haben es selbst in der Hand, ein Stück weit zumindest selbst in der Hand, was wir und wie wir unser Leben gestalten können. Wir haben, insbesondere die Mütter, haben ihren Kindern sozusagen auch schon ein Arsenal an Schaltern mitgegeben, je nachdem, wie die Lebenssituation war. Aber ich will sie nicht entmutigen, sondern im Gegenteil, ich will sie aufbauen und stärken darin, dass der wichtigste Schalter, der allerwichtigste Schalter nach wie vor der Schalter von Liebe, Nähe und Geborgenheit ist. Und diesen Schalter, den finden Sie auf keiner DNA, diesen Schalter, den finden Sie sozusagen nur in Ihrem Herzen. Und wenn Sie diesen Schalter bei sich selbst umschalten, dann schaltet er sich sozusagen auch bei Ihrem Kind um. Und nochmal, es ist wichtig, dass man sozusagen die Lebensumstände auch des Kindes, auch in schwierigen Zeiten, in Zeiten, wo Bedrohungen stattfinden und so weiter, wo man Sorgen und Ängste von Kindern hat, wo man jetzt das Gefühl hat, oh Gott, kann sich das jetzt auch wieder irgendwie auf diese Schalter auswirken? Naja, das ist das, was ich eben meinte. Man kann sozusagen in therapeutischen Situationen erreichen, dadurch, dass man sich positive Situationen vorstellt, dass man sozusagen das Gehirn auch auf Neues, Positives programmiert, kann man Schalter neu setzen. Und genauso ist es auch bei Kindern. Das Gehirn, und das ist das Wunderbare, das Gehirn ist neuroplastisch. Das heißt, es ist hochgradig fluide. Es reagiert permanent auf Umweltreize. Und das ist das Entscheidende, was wir leisten können, dass wir unseren Kindern sozusagen eine Welt bieten, die kindgerecht ist, die geprägt ist davon, dass Kinder auch als Kinder groß werden dürfen, dass sie nicht zu früh in eine funktionierende Rolle reinschlüpfen müssen, dass ihnen nicht zu früh der Druck auferlegt wird, aus dir wird ja nur was, wenn du das und das tust, sondern wenn wir unseren Kindern die Möglichkeit geben, ihre Kindheit auch erstmal entwickeln zu dürfen. Abschließend möchte ich einen Appell loswerden, eigentlich an die Gesellschaft, dass nämlich Frauen und Männer, junge Eltern, insbesondere in den ersten 1000 Tagen viel besser unterstützt werden müssten, finanziell, emotional, aber auch strukturell. Das klappt schon ganz gut, aber es könnte sicherlich noch besser passieren. Und Sie haben gehört jetzt in diesem Vortrag, wie wichtig eigentlich auch die eigene Lebensführung, die eigene Lebensumwelt ist, und wie sich das auswirken kann, auch auf das noch ungeborene Kind. Vielleicht lassen Sie sich das ein oder andere nochmal durch den Kopf gehen und nochmal Revue passieren. Das würde mich freuen. Und wenn ich den ein oder anderen Impuls bei Ihnen gesetzt habe, wäre das wunderbar. Und vielleicht kommt ja auch noch das ein oder andere Kind dazu. Und dann kann man ja das ein oder andere vielleicht auch nochmal für sich als junge Familie überdenken. Denken Sie immer daran, das Wichtigste, was wir unseren Kindern mit auf den Weg geben können, das sind Liebe und Geborgenheit und alles andere, dafür sorgt schon das Leben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihnen alles Gute.